Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quick-Tipps. Mein Name ist Arno Burger und heute zeige ich euch am Beispiel von Excel, wie ihr Formatierungen von einer Stelle an eine andere übertragen könnt. Das geht natürlich auch in allen möglichen anderen Microsoft-Programmen. Bei großen Word-Dateien würde ich euch empfehlen, mit der Funktion Formatvorlagen zu arbeiten. Da mache ich auch demnächst mal wieder ein Video dazu. Wie ist die Vorgehensweise? Ihr habt eine Zelle formatiert, die sieht aus, wie ihr sie haben wollt. Ihr klickt sie an, dann klickt ihr einmal auf Format übertragen und dann klickt ihr auf eine andere Zelle, auf die ihr es übertragen wollt. Oder ihr klickt die eine Zelle an, klickt auf Format übertragen und markiert dann mehrere Zellen, auf die ihr übertragen wollt. Oder ihr nehmt gleich einen ganzen Bereich, klickt auf Format übertragen und dann übertragt ihr auf den ganzen Bereich oder auch auf mehrere Spalten eines Bereichs. Ihr könnt aber die Funktion auch mit einem Doppelklick dauerhaft in den Mauszeiger übernehmen. Und wenn ihr jetzt einmal anklickt, wird sie übertragen. Und wenn ihr nochmal anklickt, wird sie übertragen und so weiter, bis ihr so weit seid, wie ihr es braucht. Und dann schaltet ihr die Funktion wieder aus, indem ihr Format übertragen nochmal anklickt. Und das Ganze geht sogar so weit, dass ihr die gesamte Excel-Tabelle markieren könnt, hier oben über die Schnittstelle zwischen Zeilen- und Spaltenkopf, dann auf Format übertragen klickt, jetzt in eine andere Tabelle geht, hier wieder auf die Schnittstelle zwischen Zeilen- und Spaltenköpfen klickt und damit auf das ganze Tabellenblatt übertragt, also auf alle so und so viele Zeilen und Spalten, die es hier gibt. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt die in die Kommentare. Ich beantworte euch die wie immer gern. Hinterlasst mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Ciao, euer Arno.